Hallihallo, der Gusor ist hier. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge auch gesehen. Es geht ja bei mir um die Schleichkobolde. Was ich natürlich kacke finde, ist, dass die halt einfach mal das Dreifache kosten. Und ich sehe gerade, ich kann längst nicht so viel damit reinnehmen. Auch nicht cool. Na, mal gucken. So, das wäre hier jetzt so ein typischer Fakt. Ja, okay. Das ist gewonnen. Das ist halt, das ist mehr als der dreifache Wert, sage ich jetzt mal so. Das ist halt der Hammer. Das ist ganz klare Sache. Ganz, ganz klare Sache hier. Wenn man sich das mal überlegt. Ah, nee, alle schön reinrennen lassen. Man kennt sie. Aber schön geragte Kobis. Man kennt es aus meinem Video, was vor 50 Jahren online ging. Das war auch geil. Da bin ich auch richtig daneben gegangen. Aber so, das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht schon mal richtig, richtig entspannt aus. Das heißt also, hier Schleichkobolde werden jetzt ausgebildet. Inklusive Zauber. Und dann let's fetz. Das ist doch mal eine gute Sache. So. Ja, bei 200k, ganz ehrlich, bei 200k brauchen wir nicht irgendwie großartig irgendwas machen. Ja, mal gucken hier. So. Zack, zack. 255, ja gut, okay, ist ein Lacher. Auf jeden Fall. Ah, da. Ja, nice, passt. Also wie gesagt, hier ist jetzt natürlich, ihr seht es ja selber, also Fokus liegt jetzt auf dem Dunklen, dass ich halt wirklich sage, gut, okay, komm, wie sieht es denn aus, wie schnell kriegt man das, ist das machbar? Klar, wie gesagt, jetzt definitiv auf Kosten der Pokale, ganz klare Sache. Ganz, ganz klare Sache. Aber who cares? Also dafür, dass ich sie dann halt so schnell bekomme, ist das in Ordnung. Und wie gesagt, im besten Fall sehen wir es dann halt am Ende noch, dass die Kobolde schön springen. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich will jetzt irgendwann nochmal hier meine Queen wegballern. Dass ich die halt wirklich mal raus habe, beziehungsweise halt die Spells auch loswerde. Weil ich muss ja langsam mal die Jump Spells nehmen. Ah, ich habe nur 6. Nee, das bringt mir gar nichts. Ich frage mal gerade an. Will jemand einen. So, zack. Kann ja sein, dass einer sagt: Ey, hier passt auf. Einen Rage würde ich gerne noch nehmen. Bevor ich das Zeug weghaue, ganz klar. Ah, die brauchen ja ganz schön lange. Aber wie gesagt, also das mit der Menge, beziehungsweise mit dem Kostenaufwand für die, denke ich mal, ist vollkommen gerechtfertigt. Das passt. Weil ansonsten würde ich die halt wirklich einfach mal knallhart rausknallen. Will ich aber eigentlich auch nicht. Aber wie gesagt, was natürlich echt. Ah, schade, da war ein dunkler Bohrer. Da war ein dunkler Bohrer und der hatte ganz gut was drin. 2. Ah, ist. Ist okay gewesen, war jetzt aber auch kein weltmeisterliches Ding. Auf keinen Fall. Aber wie gesagt, darum geht es halt auch wirklich, dass man sagt, gut, okay, guck mal, das kann man vielleicht so machen oder da hat man es dann total verkackt. Hier, das ist jetzt so ein typisches Ding, wo ich sage, das muss doch passen wie Arsch auf Eimer. Ich gehe mit King und Queen, ist mir jetzt Latte. Und dann 1, 2, ist jetzt total over the top, ganz klar.
Aber ist mir jetzt egal. Das Dunkle will ich. Wäre natürlich auch mega nice, wenn das hier jetzt sogar noch ein bisschen was wird, aber das wird nix. So. So, und jetzt können wir, glaube ich... Oh, brauchen die ewig. Ich mache hier definitiv mal einen Cut, weil das ist zu lange. Ich will mir das ja jetzt und euch auch nicht antun, dass man da sitzt und dann Ewigkeiten am Warten ist. Ja, was macht er, was macht er? Das sehen wir gleich. Ich teste jetzt einfach mal, ob ich mit 34 Kobolden schon was reißen kann. Ob ich da halt an einer Stelle halt schon richtig gut durchkomme. Was man natürlich beachten muss, ganz, ganz, ganz wichtig, denke ich, wenn ich zum Beispiel ein Town Hall da habe, wo ich es halt habe, welch weise Aussage, dann muss ich aber auch dran denken, dass natürlich auf dem Weg dahin kein Ressourcenlager da sein darf, weil dann gehen die Kobolde logischerweise erst auf das Ressourcenlager oder halt auf den Bohrer, whatever, und dann macht das Ganze natürlich gar keinen Sinn. Gucken wir mal. Ja, ist okay. Aber wie gesagt, für ein Town Hall müssten die rein. Das war jetzt auch wieder zu viel. Da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man da nicht zu viel droppt. Aber nichtsdestotrotz knallen die halt trotzdem ganz gut rein. Aber dadurch, dass es halt so lange dauert. Wieder 34. Hier so. Einmal hier, einmal da und zack, zack durch. Aber ich will mal so den Overloot haben. Aber obwohl, hier kommt. Wie gesagt, wir machen es, um es zu testen, um eventuell da besser zu werden, um es zu verfeinern, whatever. Ich sage, da und da. Dann kann man meiner Meinung nach nicht so viel falsch machen. Dann hier noch weg. Genau. Und jetzt, yalla. Ah, schade. Ja, jumpen sie. Wo jumpen sie hin? Ja, sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, die ersten... Okay. Also jetzt, ich brauche definitiv mehr. Ganz klare Sache. Aber das ist doch mal eine Aussage. Da wissen wir doch jetzt, woran wir arbeiten können, müssen, sollten, wie auch immer. Ja, okay, der Freeze, der hätte jetzt nicht sein müssen. Definitiv nicht. Oh, hat der Warden ihn unbesiegbar gemacht? Schade, wa? Komm, Warden. Oh, ist nicht dein Ernst. Scheiße. Aber kommt. Dann droppen wir hier unsere Möglichkeit. Weil jetzt müssen wir natürlich... Jetzt wollen wir es ja wissen, ist ja ganz klar. Bam. So. Passt. Nee, Dragons habe ich nicht. Eventuell würde auch eine Combo aus Hälfte-Hälfte einen Sinn machen, dass man welche vorschickt. Was ist denn, wenn ich 20 Kobolde habe, die ich vorschicke? Das könnte ich mir vorstellen, dass das was bringt.
Weil die Waffen müssen ja, oder die Bomben und sowas müssen ja entschärft werden. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein richtiger Game Changer ist. Aber das sehen wir hoffentlich gleich. So, ich habe die jetzt kurzerhand einfach mal gejammt. Das war mir jetzt ein bisschen zu fett. Ich wollte jetzt hier nicht den ganzen Boost laufen lassen. Nur um die Kobis hier fertig zu kriegen. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. So, jetzt gucken wir im Prinzip mal nach, wo einer seinen Town Hall drin hat. Also das hier wäre ja dann bekanntlicherweise nicht mal das Problem, würde mir aber zu wenig Loot bringen, weil ein bisschen was Loot will ich natürlich auch. Das wäre hier so ein perfektes Ding. Das, glaube ich, ist richtig gut, weil den habe ich noch nie angegriffen von der Stärke her. Muss ich sagen. Jetzt muss ich gucken, wo ich halt reingehe. Also, wo sind noch Ablenkungen? Und ich würde gleich noch eine Nummer weitergehen. Ich würde sagen. So. Und jetzt machen wir hier erstmal sauber. Dafür können wir die benutzen. Und jetzt herzlichen Glückwunsch. Das tat weh. Das tat definitiv weh. Ist natürlich krass, dass die Eagle-Artillerie anfängt. Jetzt da. Ja, okay, passt. Alles gut. Nee, ist nicht gut. Das waren schon meine ganzen Kobis, die da einfach mal im Arsch sind. Das ging also komplett nach hinten los. Aber wie gesagt, wir sind ja dafür da, oder wir machen es ja nicht, um zu zeigen, oh, hier, guck mal, hier ist alles ganz easy peasy, sondern wir gucken ja mal, wie wird es besser, wie kriegen wir das vielleicht schöner geregelt. So, jetzt muss halt einfach nochmal ein bisschen gejammt werden. So ist das Leben. Machen wir jetzt. Gucken wir mal, weil wir wollen ja hier mindestens einen Angriff, den wir wirklich zeigen können, wo wir sagen können, gut, okay, hier kommen, das hat jetzt doch ganz gut geklappt. Wie gesagt, vorher eventuell das alles wegclearen. Den hier theoretisch. So. Gucken wir mal, das war die in Etappen. Das waren nicht alle jetzt auf einmal. Ach ja, hier kommen los. Das war die wirklich in Etappen losgehen lassen. Das hat der andere, der mich angegriffen hat, auch gemacht. Dass der nicht einfach so, oh ja, hier los und fertig. So, jetzt. Und jetzt knacken wir das. So sieht's Klaus. Und der ist richtig blind, wenn er versteht, was ich meine. So sieht's aus. Das ist doch mal richtig, richtig gut. Was will man mehr? Jetzt mal ohne Spaß. Jetzt mal ohne Spaß. So. Nicht der Mega-Loot und was auch immer, ganz klar. Aber ich habe eine Base mit nur Kobis. Und das ist jetzt keine große Sache gewesen, ja? Also. Es ist definitiv machbar und das ist halt das, was ich halt zeigen will, wie auch immer, sondern was ich jetzt einfach auch probiere, dass ich eventuell mit der Variante dauerhaft ganz gut dabei bin. Eventuell. Wie gesagt, ich rechne mir das durch. Ich gucke einfach mal, ob das soweit klappt, weil wenn ich alle 3 Tage 25k Dunkles für die Schleichkobolde raushaue, würde ich fast sagen, ist das doch gar nicht so eine schlechte Taktik, oder? Was meint ihr dazu? Wie gesagt, ich habe jetzt gezeigt, sage ich jetzt mal, wow, dass es halt funktioniert, dass es gut geht, dass man auch ein Town Hall bekommt, was halt halbwegs in der Mitte steht, was ich sonst, bin ich ganz ehrlich, nicht angegriffen hätte. Jetzt muss man aber mal gucken, was haben die anderen Angriffe gekostet? Also, was die jetzt für mich an Elixier gekostet haben. Kleinen Moment, müssen wir.
in Schnellausbildung. Die kosten für mich jetzt 150.000 LX. Ganz ehrlich, das ist okay. Das ist okay. Und ich habe nicht die Helden dabei gehabt. Das ist nicht so verkehrt, oder? Was sagt ihr? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil das hat ja echt Potenzial. Und wenn ich mir jetzt überlege, 25 Gems für 3 Tage, ganz ehrlich, bin ich dabei. Ich glaube, das ist eine neue Variante von mir, die ich mir gut vorstellen kann. Klar, das Ausbilden der Kobolde dauert eine halbe Ewigkeit, aber gut, okay, die anderen Truppen dauern auch lange. Ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr gute Lösung. Ich würde mal sagen, das Video hat was gebracht. Also bin ich jetzt ganz ehrlich, finde ich eine richtig geile Nummer. Und ich habe ich guck mal gerade, das ist jetzt nicht das Ding, also in einer halben Stunde. Aber ich meine, ich hätte überall irgendwo mit normalen Kobolden oder mit Bartsch oder sowas, hätte ich das an dunklem Elixier auch hinbekommen. Wobei 40k, fast 45k in 40 Minuten ist auch nicht so verkehrt. Muss man sagen. Aber geht natürlich besser, ganz klar. Aber das würde ich jetzt mal echt sagen, ist eine neue Taktik, die man definitiv mal weiterhin ausprobieren kann. Wie viele Kobolde wir haben? Wir haben 50. Kommt. Gehen wir nochmal kurz rein. Perfektes Ding hier. Perfektes Ding, nicht mal ein Jumpspell. Aber wir müssen natürlich bedenken, ich gehe nicht von beiden Seiten rein. Und ich gehe von der rechten Seite rein, weil ich nicht an dem Magierturm vorbei möchte. Seht ihr gleich warum. Weil die 5 Sekunden werden beim Magierturm relativ vorbei sein, würde ich jetzt mal tippen. So. Ah, so hat der das auch gemacht zuvor, als der mich angegriffen hat. Erstmal alles hier so zack, 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 zack. Und raus und fertig. So, jetzt die Queen. Nein, da nicht hin. Ah, du bist doch dumm. Da nichts hier. Ja, dahin will ich. Ja, es ist Killer. Wie gesagt, das war jetzt nicht schwer. Das stand halt eh draußen. Das war, hätte ich mit Queen Walk halt auch easy gesnackt. Aber echt eine richtig, richtig geile Alternative. Das gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, lasst mich mal wissen, wie findet ihr die Variante? Ich würde damit mehr angreifen. Definitiv. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch? Belohnung, Bauarbeiterbase. Den Trank kann ich mir schon mal gönnen. Auf jeden Fall. Das Gold noch nicht, weil nicht, dass ich dann am Ende komplett voll bin. Habe auch nichts von. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dass das halt für euch auch informativ war. Vielleicht habt ihr das auch alles schon ausprobiert, kann ja sein, aber finde ich mega, mega gut, auf jeden Fall. Das war's von mir.